Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich habe ein bisschen was getan, ne? Und wir gucken uns mal an, was wir hier alles noch mitnehmen können. Oh Gott, das kann alles weg hier. So, ich habe nämlich nicht nur mein Inventar aufgeräumt, sondern auch unsere Box. Das heißt, wir haben da jetzt wieder ein bisschen Platz und ich habe ein Silo Bravo Codeabschnitt R9 bekommen. Da war irgendein Ghoul mit einer Tasche auf dem Rücken und der hat mir das gegeben. Das Einzige, was ich mir halt wirklich vorstellen kann, ist, dass hier die Poseidon- und Umspannwerke damit gemeint sind. Ich glaube, das hat irgendwas mit dem Endgame zu tun. Spoilert mir das aber nicht. Alles gut. So, wir gucken jetzt mal questmäßig, was wir machen wollen, obwohl wir haben irgendwo. Moment. Ich hatte doch in einer Folge mal gegoogelt, wegen der Waldschatzkarte 2. So, okay. Hab's jetzt gefunden. So, da gehen wir jetzt hin. Ich will diesen verdammten Schatz haben. Wie, das ist. Das soll hier sein? Okay. Das werde ich aber noch überprüfen. Weil wir haben oben beim Turm geguckt ständig. Ja, ich musste mich, an dieser Stelle habe ich mich spoilern lassen. Wenn ich einen Schatz über mehrere Stunden nicht finde, dann gebe ich auf. Da bin ich ganz ehrlich. So. Von da aus müssen wir dann noch unsere. Ja, wir haben ja hier noch Hans-Dieter Dingens, ne? Weiß Bescheid. Mir fehlt gerade das Wort irgendwie. Wir haben ja noch. Drei Airdrops, genau. Die wollen wir auch noch loswerden. Okay, von hier aus können wir dann dahin reisen. 11 Kronkorken ist okay. Ich habe gerade noch alles Stuff, was wir jetzt nicht gebrauchen konnten, habe ich beim Händler verkauft. Dafür habe ich nochmal 200 Kronkorken bekommen. Also ich habe wirklich alles entfernt, was wir nicht brauchten. Es ist halt wirklich schade, dass man das machen muss. Dass man wirklich Sachen verkaufen muss oder wegschmeißen muss, die man nicht mehr gebrauchen kann. Aber naja, gut. Wir müssen Richtung Süden. Süden in die Richtung. Und da muss irgendwo ein Camp sein. Ach, netter Stein. So, ja, mehr hier. Mehr Süden. Mehr Süden als so und sonst wo. Aber hier. Ach, das ist der Turm. Das ist der Scheißturm. Das ist doch da, wo wir als allererstes gesiedelt haben, oder? Konnten wir hier nicht die Airdrops fallen lassen, wenn wir schon mal hier sind? Alter, wie fest da, ganz ehrlich. Guckt euch die Scheiße doch mal an. Nee, das war woanders. Das war woanders. Ich glaube, das war beim Leuchtturm. Bin mir aber nicht so sicher. Ich habe jetzt extra Kronkorken organisiert, damit wir hin und her reisen können, damit wir unsere Sachen, die wir planen oder geplant haben, auch durchsetzen können. So. Müssen wir in die Richtung, okay. Ich meine, jetzt wo ich die Location etwa weiß, könnte ich auch so suchen, aber ganz ehrlich, nö. Mach ich nicht. Geh nie ein. Wo hier soll das Camp sein? Ach da. Und da ist der Erdhaufen. E-Stock-Mod, Schrotpatrone, Pumpgun. Wow. Lederrüstung. Oh nein, nein. Oh. Ich wollte es einsammeln. Naja, wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen bekommen. Wahrscheinlich nicht den geilsten Scheiß der Welt, aber egal. Hier, Pumpgun, Stufe 15. Ah. Dann haben wir noch gefunden Kleidung. Ah. Ah, gut. Der Turm soll es gewesen sein? Das hätte ich nicht gedacht von euch, dass ihr mich so verarscht.
Bis Brettspiel. So liegt hier ein totes Glühwürmchen. Noch so fett. Ach, da ist die Gitarre. Die können wir sogar spielen. Okay. Du warst einfach so, als wäre das nicht verbuggt, wie alles andere in diesem Spiel auch. Rezept, gezogener Asten. Oh. Kennen wir den nicht schon? Nö. Astern-Tee. Erst rein. Gut, dann können wir auch weiter nach Quests gucken. So, was machen wir heute, Freunde? Was machen wir heute? Wir haben noch ökologisches Gleichgewicht. Kannst du mich mal? Mysterien über Mysterien. Wo ist denn das? Das können wir mal, das sieht gut aus. Ich will jetzt momentan meine gute Munition nicht verschwenden, deswegen machen wir das so. Ich habe vergessen, wir wollten doch die Rüstung herstellen. Naja, jetzt zu spät. Irgendwann ein anderes Mal. Mal gehen wir erstmal hier rein. Hier war ich doch schon mal. Ah, hier habe ich den einen Jungen gejagt. Ja, ich erinnere mich. Das wollte er also hier. Weg mit euch. Ach, das noch. Ist er tot? Ich glaube schon. So. Nehmen wieder alle Gewehre mit. Scheiße, ich habe Zuckerbomben mitgenommen. Ganz, ganz wichtig. Okay. Wir werden jetzt einfach die Waffe verwenden, bis wir keine Munition mehr haben oder auf starke Gegner treffen. Das ist der Plan. Ich werde jetzt versuchen, so viel Munition wie möglich zu sparen, dass wir wirklich in den schweren Gebieten dann wieder auf die richtig guten Sachen zurückgreifen können. So, da wir hier schon mal waren und alles untersucht haben, müssen wir auch hier jetzt nicht so viel Zeit verschwenden. Laufen wir einfach mal durch. Emma. Dafür ist der Schalldämpfer gut. Dass nicht jeder direkt auf mich aufmerksam wird. Ist hier noch irgendwas, was ich gebrauchen kann? Spielzeugrakete, was auch immer mir das bringt. Komm schon. Hä? Was ist das denn? Verbrannter Herren der Mysterien. Also gerade von unten auf mich geschossen, das finde ich aber jetzt nicht so nett. Na gut, lesen wir uns mal die Geschichte hier durch. Arbeitskalender. Herren der Mysterien. Aufnahmen für Staffel. Ah, das war das. Silver Shroud und alles Mögliche. Ah, Fanpost. Hallo Shannon, hier ist Ihre neueste Ladung Fanpost. Sie wissen ja, wie es läuft. Wenn Sie jemand antworten möchten, dann schreiben Sie es einfach auf und lassen mir das Holoband zukommen. Ich hoffe, bei Ihnen ist alles gut. Hals- und Beinbruch für Boston. Okay, meine Lieblingsheldin. Liebe Miss Rivers. Die Herrin der Mysterien ist meine Lieblingsheldin. Weißt du wieso? Alle Jungen wollen wie Gockner sein und rumrennen und Gra rufen und Sachen kaputt machen. Aber die Herrin ist klug und schnell und hat ganz viele tolle Ideen. Und alle, die sich mit ihr anlegen, verlieren. Bestimmt kann sie den haarigen alten Gockner ratzfatz besiegen. Ich weiß, du bist nicht wirklich die Herrin, aber du hast sie bestimmt fast genauso lieb wie ich. Danke, dass du auch im Radio so toll bist. Hab dich lieb, tschüss. Karin, 7 Jahre alt. Ich liebe. Logikprobleme bei Auge des. Was?
Mrs. Rivers, ich wollte mich über die Geschichte des Auges des Ra beschweren, wie sie in Staffel 7, Folge 12, die Diebe von Theben, dargestellt wurde. Diese Folge scheint anzudeuten, dass die Herrin das Auge noch gar nicht besaß, als sie zu ihrer zweiten Expedition nach Ägypten aufbrach, um den Kult des ungesehenen Sehers auszulöschen. Wie Sie sicher wissen, zeigt ein Rückblick in Herrin der Mysterien Nummer 141 die Herrin, wie sie das Auge bei einer Museumsgala trägt, die zwischen der ersten und zweiten Expedition stattgefunden haben muss. Die vorherrschende Meinung der Fans ist, dass sie das Auge während der zweiten Expedition erlangt hat. Ich persönlich glaube aber, dass es sich unter den Relikten befand, die sie von ihrem Vater, dem Archäologen, geerbt hatte. Man könnte vielleicht argumentieren, dass sie es zum entsprechenden Zeitpunkt einfach nicht bei sich hatte. Aber das hätte recht reichlich unwahrscheinlich schließlich. Aber das wäre reichlich unwahrscheinlich. Schließlich hat sie oder eine ähnliche Brosche auf diversen Bildern zu Beginn der magischen Plage getragen, die nur wenige Tage später stattfand. Als langjähriger Fan ihrer Arbeit weiß ich, wie wichtig ihnen die Geschichte und logischen Zusammenhänge innerhalb des Kanons sind. Daher hoffe ich, dass sie die Autoren bitten, in Zukunft sorgfältiger vorzugehen. Ja, man kann ja auch. PS, wie viele Fans war auch ich bestürzt über die Änderung am Gewand der Geheimnisse, die in der aktuellen Ausgabe eingeführt wurde. Ich verstehe zwar, wie schwierig es sein muss, in der kommenden Fernsehserie und möglicherweise auch Filmen in einem Abendkleid zu kämpfen, aber das bodenlange Kleid war von Anfang an eines der wichtigen Kostüme der Herrin. Ich plage deswegen, eine Briefpetition zu starten und würde mich sehr über ihre Unterstützung freuen. PPS, ich bin ein großer Fan ihrer Arbeit und bin gespannt auf ihre Rolle in der Serie Silver Shroud, die nächstes Jahr anläuft. Ja, die Herrin muss gehen. Mrs. Rivers, ich habe mit großem Interesse ihr Juni-Interview in Acting Age gelesen. Zwar war ihr Konzept und ihre Darstellung der Herrin der Mysterien immer über jegliche Zweifel erhaben. Sie verstehen aber hoffentlich, dass viele von uns der Meinung sind, dass Herrin ein unnötig sexualisierter und vorbelasteter Begriff unserer patriarchischen Kultur ist. Im Namen moderner Frauen der ganzen Welt bitte ich Sie, unsere Petition zu unterstützen. Wir fordern, den Namen des Charakters in Schwester der Mysterien umzuändern. Die haben aber auch ihre Probleme mit dieser Emanzipation und so. Was soll denn das? Ich verstehe den ganzen Scheiß nicht. Er meint zum Beispiel auch, dass bei Pokémon Rosanna halt eine Schwarze darstellt. Ich meine, klar kann ich das verstehen irgendwo, dass man denkt, ja, hey, die ist jetzt hier wie so ein Schwarzer in einem Comic dargestellt, mit Schlauchlippen und allem drum und dran. Und ja, vielleicht sollte es das auch einfach. Vielleicht war das der Witz an der ganzen Geschichte. Dass man das alles immer so ernst nehmen muss, verstehe ich halt nicht. 28.06.2077. Mrs. Shannon Rivers, persönliches Tagebuch, 28.06.77. Bin aus L.A. zurück. Staffel 8 war spektakulär. Bei unserer Abschlussparty herrschte aber eine ziemlich bedrückende Stimmung. Wir haben bisher noch nicht von einer Verlängerung gehört. Bei Hybris scheint mittlerweile das Fernsehen im Mittelpunkt zu stehen. Das Interesse an Radioproduktion lässt immer mehr nach. Frederick und Olivia geht es gut. Olivia hatte schon für unseren jährlichen Campingurlaub in Senisha Rocks gepackt, den ich allerdings verschieben musste. Die Ärmste war untröstlich. Ich breche unsere Tradition nur ungern, aber aufgrund der kommenden Silver Shroud Serie habe ich dafür einfach keine Zeit. 29.06.2077. Mrs. Shannon Rivers, kennen wir schon. Bin aus L.A. zurück, Staffel 8, was? Das habe ich doch gelesen. Wieso schreibt sie das nochmal auf? Wieso schreibt sie zwei Tage, das... Ist die blöd? 6.10. Fester? Was soll das? Ich fahre zu den Proben und ersten Aufnahmen nach Boston. Noch nie in meinem Leben war ich so bereit für eine Rolle. Frederick hat wieder mit seinen Projekten zu tun. Olivia
Olivias Tutoren meinten, dass sie sich gut schlägt und die Prüfung an der Uni bestehen dürfte. Weniger hätte ich auch nicht erwartet. Sie ist ein kluges Mädchen und hat eine großartige Zukunft vor sich. 22.10. Babowski hat mich zum Narren gehalten. Nach einer Woche Kostümprobe rief er mich zu sich und sagte, dass sie eine andere Regelung für die Rolle der Herrin getroffen hätten. Es war nicht schwer herauszufinden, um wen es dabei ging. Auf seinem Schreibtisch stand ein Foto von Claire Riddell, dieser Hohlbirne von Nutte. Er hatte das die ganze Zeit über geplant. Dem Mistkerl habe ich erstmal meine Meinung gegeigt. Seit 26 Jahren bin ich die Stimme der Herrin der Mysterien. Keine Rolle hat mir je so viel bedeutet. Ich bin für diese Figur eingetreten. Jedes Mal, wenn die Kreativen mal wieder mit einer neuen Dreiecksbeziehung oder einer Jungfrau in Nöten-Story ankamen. Und jetzt werde ich rausgenommen. Vivi meinte, die Firma ist jetzt schon in Gesprächen, um Riddell für die Mehrteiler der nächsten Staffel zu engagieren. Verdammt nochmal. Ja, und dann fallen die Bomben. Schon erstaunlich, wie sich innerhalb eines Tages der Blickwinkel ändern kann. Ich bin so froh, zu Hause zu sein. Frederik und Olivia sind hier. Sie sind in Sicherheit. Alles andere kriegen wir schon hin. 8.7.2078. Als das Wetter schließlich umschwang, gingen wir nach Charleston, um unsere Vorräte aufzufüllen. Auf dem Rückweg wurden wir von irgendwelchen Rowdies belästigt. Frederick hat versucht, sie mit frischem Wasser und ein paar hundert Dollar zufriedenzustellen, aber sie haben nur gelacht. Als sie Olivia anfassten, brannte meine Sicherung durch. Sie hatten wohl nicht erwartet, dass die alte Schlampe sich wehrt, aber da kam einfach mein Training durch. Ich zögerte nicht einen Augenblick. In weniger als einer Minute lagen sie auf dem Boden. Ich glaube, ein paar von ihnen waren tot. Ja, Mütter sind unberechenbar. Wir haben uns lange über den Vorfall unterhalten. Ich hatte erwartet, dass Olivia genauso verängstigt gewesen wäre wie ich. Doch sie war außer sich vor Freude, als wäre ich eine Heldin. Sie will, dass ich sie trainiere. Ich wünschte, das wäre nicht nötig, aber Frederik hatte nicht ganz Unrecht. Die Welt hat sich verändert. Wir werden nicht ewig leben. So oder so muss sie lernen, sich zu verteidigen. Aber wird das reichen? Welche Zukunft hat sie schon, wenn die Welt aus den Fugen geraten ist? Und was ist mit dem Mädchen, die niemanden haben möchten, der sich für sie einsetzt? 21.8. Ich bin als Herrin verkleidet losgezogen. Es fühlt sich immer noch ein bisschen albern an, aber das Kostüm ist eine ausgezeichnete Verkleidung und so seltsam es auch klingt, es bewirkt etwas. Ein weiterer Trupp Rüpel hatte eine Gruppe Flüchtlinge aus Lewisburg bedrängt, nachdem ihre Karawane im Schlamm stecken geblieben war. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren würde, aber nach all den Jahren weiß ich, wie die Herrin das sieht. Und dieses Selbstvertrauen funktioniert. Ich habe sie gerettet. Frederik und Olivia sind von der Vorstellung ziemlich begeistert. Frederik arbeitet Tag und Nacht an neuen Hilfsmitteln, die ich ausprobieren soll. Und Olivia konzentriert sich auf ihr Training. Sie will eine Herrin der Mysterien sein, genau wie ich. Fast ein Jahr später, ne? Fast ein Jahr später. Heute Morgen hat Frederik gehört, wie jemand den Müll durchwühlt hat. Genauer gesagt waren das drei Personen. Clarissa, Eve und Amy. Noch nicht einmal in Olivias Alter. Alles Waisen. Es hat mir das Herz gebrochen. Ich sprach mit Frederik darüber und wir haben beschlossen, sie aufzunehmen. Der Winter naht und sie müssen irgendwo bleiben. Wir haben genügend Nahrung und Platz zum Wohnen. Ich kann kein Kind leiden lassen, wenn man irgendwas dagegen unternehmen kann. 29.04.2079. Nochmal ein halbes Jahr später. Wie es aussieht, ist der Frühling endlich da. Jeden Tag kommen Flüchtlingskarawanen am Haus vorbei. Ganze Familien, die all ihre Besitztümer dabei haben. Alte Männer, Kinder, es ist furchtbar. Es gibt so viele Kinder, die niemand mehr haben möchte. Einige waren mutig genug, um zum Haus zu kommen. Ich kann sie nicht wegschicken. Nie im Leben hätte ich mir vorgestellt, ein Waisenhaus zu betreiben. Aber was sonst kann ich schon tun. Wir haben Olivia ihre Sachen ins Gästehaus bringen lassen, damit die neuen Mädchen in die Zimmer auf dieser Etage ziehen können. Ich werde aus dem Arbeitszimmer nach unten ziehen, wenn das so weitergeht. Brauchen wir jeden Platz, den wir bekommen können. Eine nette Geschichte. Und dann ist sie gestorben, oder was? Suche den vorderen Salon, während du einen Schleier trägst.
Jetzt die Herrin der Mysterien? Hallo? Schon ein bisschen Batman-Style. Tritt dem Orden der Mysterien bei. WTF? Sag mal, haben die zu viel Drogen genommen oder so? Aufzugskapsel? Nicht autorisierte Benutzer entdeckt. Schließen Sie bitte den Registrierungsvorgang ab. Bin ich jetzt so eine Art Batman? Bin ich ein Domina-Batman? Muss Domino-Batman sein. Hosenträger und Hose. Was macht das hier bei den Herren der Mysterien? Oder gibt es mittlerweile schon Männer? Ja, gucken wir uns erstmal ein bisschen um, ne? Also. Schaden kann's ja nicht. Was? Verdammter Besprechungsraum. Das ist so dumm, ey. Eine Rüstungs... Herstellen. So, Helme. Ich kann einen Augenbot-Helm machen. Okay. Kopfschnuck. Sniper. Boom. Sniper-Outfit. Ja, nice. Alles Stufe 1. Naja. So, Rest kann weg. Dich behalte ich sowieso. Du kannst auch weg. So, und jetzt gucken wir mal. Jetzt bin ich ein Sniper. Guckt euch an, ey, ich bin ein Sniper. Ah, sehr schön. Endlich habe ich meine Kleidung, die ich haben wollte. Schön. Kann ich hier nochmal schnell das auseinanderbauen, was ich habe? Ich habe das Gefühl, dass... Okay, Jagdgewehre geben mir doch noch etwas. Pumpgun. Präziser Verschluss und stabilisierter Griff. Sehr schön. Na gut. Dann wären wir mal zu einer Domina. Eieiei. Registrierung neuer Anwärterin. Hören Sie sich die Begrüßung der Oberen an, melden Sie sich danach auf Ihrem neuen Konto an. Sollten Sie keine Mentorin haben, werden Ihnen eine zugewiesen mit der Option Datenbankanfrage. Können Sie nach einer verfügbaren Mentorin suchen, falls Sie keinen Schleier der Geheimnisse besitzen, melden Sie sich in der Produktionsanlage. Ups. Missionsauswahl. Aus Sicherheitsgründen ist es Anwärterinnen nicht gestattet, in diesem System Missionen anzunehmen. Wenn ihre Mentorin glaubt, dass sie bereit sind, unabhängig zu agieren, wird ihre Beförderung zur Novizin dieser Auswahl freigeschaltet. Anwärterinnen, die eine Mentorin benötigen, sollten einen Antrag über die entsprechende Datenbankanfrage stellen. So, Anwärterin, Beantragung einer Mentorin. Mentorin Herrin Natascha Hunt. Status im Einsatz. Levisburg. Ihre Mentorin befindet sich derzeit auf Mission. Sie können auf ihre Rückkehr warten oder sie im Einsatz treffen und ihr bei ihrer Aufgabe assistieren. Okay, sie wird höchstwahrscheinlich tot sein.
Verwende den Hersteller. Okay. Wo soll der sein? Da unten? Soll der jetzt hier irgendwo sein? Frederick Rivers. Produktionsprotokoll Nummer 194. Tja, das war eine arbeitsreiche Woche. Janet und ich haben den neuen Hersteller verdrahtet. Hätte ich schon vor Jahren machen sollen. Brianna war unser erstes Versuchskaninchen. Ich meine, unsere erste Anwenderin. Ihre Klinge war in Ordnung, aber das Ventil ihres Phantomgeräts hatte ein Leck. Ich musste aus dem Labor, bis wir das Gas ablassen konnten. Fieses Zeug. Janet gebührt die meiste Anerkennung. Ein raffiniertes System. Und die Vernetzung mit Kryptos wird uns eine Menge Buchführung ersparen. Und sonst? Das Übliche. Shannon will ein Aufnahmegerät für ihre nächste Mission. Ich musste mir Isabellas Waffenprototyp nochmal anschauen. Oh, und für Eve arbeite ich an neuen Programmen für die Halle der Prüfungen. Die Mädels müssen ja auf Trab gehalten werden. Und ich anscheinend auch. Halle der Prüfungen. Okay, ist alles ein bisschen makaber hier. Frederick Rivers, Produktionsprotokoll Nummer 209. Diese ganze Sache verblüfft mich manchmal immer noch. Zum Beispiel Kryptos. Ich brauchte einen Großrechner, um Shannons Trainingsraum laufen zu lassen. Mein Kumpel Zack von Robco hatte ein altes DIA-Projekt eingemottet, das er loswerden wollte. Der Preis war mir sowas von egal. Das Ding sah beeindruckend aus. Und es ist eine echt heftige Maschine. Die Mädels haben beim Sammeln von Informationen im Laufe der Jahre grandiose Arbeit geleistet. Rachel, Janet und ich haben in den letzten 2 Wochen die Datenbank bereinigt und es sind immer noch mehr Hinweise vorhanden, als wir abarbeiten können. Oh, Rachel hatte eine Idee zu einem automatischen Abfragesystem für Missionsaufträge. Ich habe mir ihren Code angesehen. Saubere Arbeit. Ich glaube, unser alter Großrechner ist in guten Händen. Nein. Sind doch alle nicht ganz dicht, oder? Erstmal 1 Milliarde Kids adoptieren, weißt du, und die dann irgendwie zu irgendwelchen Rächerinnen ausbilden. Zu Batmans. Domina Batmans, muss man dazu sagen. Ja gut, dann haben wir jetzt auf jeden Fall eine ordentliche Aufgabe und ich würde sagen, wir haben hier echt viel Zeit verbracht. Aber wir sind jetzt eine Domina. Freunde, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.